Und damit willkommen zu einem neuen Part von Splatoon 3. 3. Ich habe den einen Part mal Splatoon 2 gesagt, es tut mir leid. Zu Splatoon 3, Ruf zur Ordnung. Wir haben im letzten Part den Run mit einem Kalligraphen beendet. Und das sogar erfolgreich, was ich super finde. Und jetzt geht es mit einem neuen Run los, mit einer neuen Waffe, anderen Waffe, wie auch immer. Aber vorher wollen wir natürlich die Schlüssel einsetzen und noch ein paar Hacks ausführen. Daher erstmal die Schlüssel einsetzen. Was kriegen wir? Was Schönes? 40 Perlen! Boah, das ist ja mega genial. Wow, das ist natürlich sehr, sehr cool. Ein Drittel der Schließfächer haben wir jetzt ungefähr offen. Aber es gibt immer noch Paletten, die wir noch nicht gesehen haben. Was für Waffen da wohl drin sind. Aber wenn es Waffen sind, die nicht so ganz dein Geschmack sind, Nummer 8. Mit meinen Hacks schaffst du den Tom vielleicht trotzdem. Sag einfach Bescheid, wenn ich helfen kann. Ja? Als nächstes kommt Dev-Tagebuch-Eintrag. Ja, genau. Und dann noch eine weitere Waffe. Welche? Oh, eine Splatling von DJ Octario. Okay, der hat auch eine Waffe. Was zum? Sogar Octario hat eine Palette. Das war mal dein Chef, oder? Wir werden diese Palette als Rache dafür benutzen, dass er dich so schuften lassen hat. Naja, so schlimm war es gar nicht. Aber benutzen werden wir sie natürlich trotzdem. Tut mir leid, Chef Octario. Ja, das waren jetzt schon alle Schlüssel. Jetzt gehen wir mal hier zu den Hacks. Wir haben sehr, sehr viele Perlen. Im vierten Versuch können wir leider nicht machen, aber vielleicht so anderes cooles Zeug. Wir können zum Beispiel eine weitere Rüstung machen für 300, aber nein, machen wir nicht. Brauchen wir meistens auch gar nicht, weil wir nie vier Rüstungen oder so finden. Auf einmal. Ich gucke mich mal ein bisschen hier durch. Ich glaube, Angriffsschaden wäre mal eine ganz nice Idee. Daher werden wir das auf jeden Fall mal machen. Ja, doch, 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 das ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. So, was ich auf jeden Fall auch noch machen möchte, ist für die Drohne. Wir haben ja hier Tinferno für 100. Komm, machen wir, denke ich mal. Ja, doch, machen wir für 100. Wollte ich schon längst mal machen, aber hat halt immer so viele Perlen gekostet. Jetzt haben wir das. Wir haben ja auch einen weiteren Platz für unsere Drohne, daher ist das gar nicht mal so verkehrt. Und sonst haben wir jetzt noch 80 übrig. Wir könnten mir einen Monetenbonus tatsächlich machen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Ich gucke nochmal durch. Ja, doch, das ist das Beste, was wir hier noch so haben. Also machen wir das. Wir haben noch 20 Perlen übrig. Aber bevor wir das mal kurz. Achso, ne, haben wir nicht. Sorry für den Cut. Ich hatte gerade einen kleinen Hustanfall. Habe ich aber für euch rausgeschnitten. Ja. Hier wollte ich gar nicht jetzt rein. Ich wollte gucken, ob ich noch weitere Perlen kriegen kann hier von Farbchip-Sammlung. 3 Perlen. Wow, das bringt mir jetzt rein gar nichts. Dann hier, zumindest neue Titel: Brechendes Lento. Nehmen wir. Und dann haben wir ja einen neuen Tagebucheintrag bekommen. Das machen wir schnell auch noch, bevor wir dann jetzt reingehen. Endlich, beim Durchsuchen des Systems von Kamorbo und Co. konnte ich die streng geheimen Daten von Kommandant Tatar finden. Damit verstehe ich endlich, wie der Sanitierungsprozess abläuft und werde hier alles ganz genau beschreiben. Durch die Sanitisierung werden dem Individuum Gedanken und Erinnerungen entzogen und in physischer Form gespeichert. Souvenirs. Oh. Nach dem Vorgang verbleibt die Seele als eine Art leere Hülle. Das Einfügen von Füllinformationen in jede Höhle ermöglicht bedingungslose Kontrolle über das Individuum. Meine Annahmen sind damit bestätigt, aber es freut mich ganz und gar nicht. Genau das Gegenteil. Ob die Sanitisierung wohl auch Nummer 8 alle Erinnerungen geraubt hat? Doch es gibt auch Hoffnung. Wenn wir die sanitisierten Seelen ihre Souvenirs zurückführen könnten, ließe sich der Vorgang womöglich rückgängig machen und damit das Individuum wieder zu dem machen, das es früher einmal war. Ich brenne fast vor Eifer. Projekt Memoversum startet offiziell mit provisorischen Namen und so. Herr Kuttefisch sprach nur manchmal von Seelen. Es klang nicht so, als wäre es ein reines Philosophieren. Er ist weiser, als ich dachte. Naja, aber ich mache ja auch andere Sachen als nur Hacken und Forschen. Mit Tentacool geht's echt klasse. Alles ist fertig für die Welttournee. Die Songs sind alle geschrieben und die Proben laufen einfach spektakulär. Die arme Perla weiß gar nicht, was sie in freien Momenten anstellen soll. Sie hüpft fast nur so vor Aufregung. Je schneller die Tournee beginnt, desto besser. Ach, mein Leben ist im Moment so voll mit schönen Dingen. Mein Herz schlägt förmlich Saltos. Oh, so schön. Ja. Das ist vielleicht so die Vorbereitung auf das Memoversum mit den Seelen, dass Marina das schon plant, dass die Seelen dann gerettet werden, aber ganz verstehe ich das noch nicht. Okay, wir gehen jetzt rein, ändern die Palette und dann bin ich jetzt sehr doll gehypt auf neue Missionen mit einer neuen Waffe. Nur welche Waffe nehme ich denn jetzt? Das weiß ich noch gar nicht. Vielleicht den Schwapper. Damit könnte man tatsächlich vielleicht anfangen. Weil die anderen Waffen. Also Schirm würde ich zumindest mal irgendwann nochmal schneiden bis Etage 10. Dass wir es ab Etage 11 machen. Oder ab Etage 10 irgendwie mit dem Schirm nochmal. Weil ich da bisher nur einen einzigen Schlüssel habe.
Das wird eh noch gecuttet. Sniper bin ich noch nicht bereit für. Genauso wie Splatana und Splatwing bin ich eigentlich auch noch nicht bereit für. Und mit dem Blaster werde ich ja auch nochmal schneiden. Daher machen wir den Schwapper. Machen wir den Schwapper. Könnte lustig werden. Was haben wir da? Wir haben die Haftbombe. Das ist gar nicht mal so verkehrt. Und Triton Inferno. Nehmen wir. Ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, und auch hier nochmal kurz gesagt. Ich sag's gleich. Klecksrate Hauptwaffe können wir gleich hier erhöhen. Oder die Tintenmine. Aber ich mache erstmal die Klecksrate, weil das ist gar nicht mal so verkehrt. Hier nochmal gesagt, wenn hier und da mal ein kleiner Cut ist wie vorhin. Bitte nicht wundern, ich bin aktuell leider erkältet. Und ist jetzt nicht so dolle, also ist nur eine leichte Erkältung. Aber es kann sein, dass ich hier und da mal dann doch mal husten muss wie vorhin. Das ist dann halt einfach so. So. Was geht eigentlich so? Gut, die Klecksrate wurde jetzt von Anfang an direkt erhöht, was gar nicht mal so verkehrt ist. So, fangen wir mal an. Könnte auf jeden Fall mit Kleckser nicht gerade einfach werden, weil ich bin kein Kleckser-Typ. Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. So. Ist ja noch eine Standard-Etage, daher kriegen wir das, denke ich mal, ganz gut hin. Da ist eine Rüstung für mich. Die nehme ich doch. So. Immer hier mit Haftbomben arbeiten. Das ist, denke ich mal, die beste Idee. So, hier, tschüss. Da kommen die nächsten. Da kommt auch der nächste. Kriegt hier schon ordentlich Schaden. So, zack. Mach dich da mal weg. Alles eh gleich vorbei. Sehr schön. Ja, die erste Etage war noch Standard. Also von daher, wir gehen langsam rein. Und dann ist gut. Ja, ich möchte auch dieses Mal ein bisschen mehr auf die Perla-Drohne setzen. Obwohl ich das gerade in der ersten Etage schon nicht gemacht habe. Aber okay. So, weiter geht es. Drohnen-Inferno können wir jetzt machen. Das ist natürlich sehr, sehr nice. Da. Oh, Klecksrate-Hauptwaffe können wir noch weiter erhöhen. Und das gleich doppelt. Ich glaube, das muss ich machen, weil ich krieg zwei Farbchips. Übrigens, eben war wahrscheinlich eine ganze Weile so blauer Hintergrund bei mir. Ich weiß nicht, woher das kam, warum das plötzlich so war. Ich nehme hier, also ich habe hier keine Änderungen vorgenommen zu sonst. Aber ich habe das jetzt behoben. Ja, ich mache die Klecksrate-Hauptwaffe, weil das können wir gerade nochmal doppelt erhöhen. Obwohl das schon ein bisschen belastend mit dem Inferno ist. Aber ich muss es machen, ich muss es machen. Doppelte Chips finde ich ganz nice. Ja, übrigens, ihr habt mir ja auch nochmal hier und da sehr coole Kommentare geschrieben. Gerade als ich hier das zweite Mal den Boss verhauen habe. Ja, danke nochmal an euch, das war sehr schön durchzulesen. Und eieiei, wie schnell kann ich jetzt hier mit einem Schwapper klecksen? Das ist ja schon sehr, sehr genial. Okay, los geht's. Ich würde mal gleich da eine Haft. Na gut, nicht da eigentlich, aber egal. So, hier mal euch mal weg, bitte. Ich habe keine Tinte, ich habe keine Tinte, ich habe keine Tinte. So, tschüss. Und dich hier mal bitte komplett weg. So, wunderbar. Dann los geht's. Los geht's, los geht's, los geht's. Auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass das Projekt immer noch so unterstützt wird, obwohl ich da so fehle und so weiter und so fort. Da wollte ich mich einfach nochmal bei euch bedanken, weil es ist echt cool. Das ist echt cool. Muss man einfach so sagen. So, bam. Und auch für die ganzen vielen Tipps. Noah hat da zum Beispiel eine ganze Menge Tipps zum Boss reingeschrieben, dass wirklich so Glücksbomben und Perla-Drohne da wirklich verdammt gut ist für den Boss. Was ich ja dann auch ein paar danach herausgefunden habe, aber das hat er dann noch nicht gesehen. Da danke nochmal. Na gut, das war nicht so gut gemacht, aber egal. So, mach dich mal weg. Genau. Und weiter geht es. Weiter geht es hier Richtung Ziel. Und auch King Flo hat Kommentare geschrieben. Und so weiter und so fort. Sehr, sehr cool halt. Sehr, sehr cool. Ja. Und Noah hat noch einen Tipp gegeben bei der starken Attacke vom Boss. Sein Tipp ist, dass ich mich nach oben katapultieren lassen soll. Und dann soll ich mit der Drohne nach ganz links oder nach rechts fliegen, sodass ich halt außerhalb der feinen Tentakel bin. Das ist da auch nochmal ein sehr nicer Tipp. Da danke ich auch nochmal. Und werde ich dann das nächste Mal wirklich beim Boss dann mal probieren. So. Hi, Hammer, Pinsel, Roller habe ich nicht. Ölschaden deiner Explosion könnte ich machen, weil ich ja gerade mit Haftbomben ja auch sehr viel arbeite. Mach mal die Explosionskraft. Machen wir das einfach. Genau, das sind halt alles wertvolle Tipps, die ich dann auf jeden Fall sehr gut einsetzen kann. Ich bin mal gespannt, ob ich das dann auch hinkriege. Beim letzten Part hatten wir ja ein bisschen Glück auch, dass wir da keine Probleme hatten. So.
Jetzt kommen hier die Großen schon an. Aber durch meine große Klecksrate ist das eigentlich ganz gut möglich hier. Wunderbar. Machen wir mal hier. Ja, Items und so spawnen ja jetzt noch nicht so häufig. Das muss ich auch noch erhöhen. So, wir haben uns jetzt erstmal nur darum gekümmert, dass meine Hauptwaffe, mein Schwapper ganz gut ist. Und jetzt kümmern wir uns um Drohnen-Items und generell Items. Oder generell um die Drohnen und Items. So, haben wir das? Dann mal da eine schöne Haftbombe. Yes. Oh, Rüstung, die nehmen wir. Oh, yes. Immer weg damit. Immer weg mit euch. So, tschüss. Und dann können wir dich jetzt hier angreifen. Warte, wir machen mal zack, zack, zack. Haha! Okay, interessant. Das Inferno ist hier echt nice, um die Portale zu zerstören. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das auch bei den fliehenden Haie auch ganz gut ist. So, Automatenhecke hätten wir, aber nee. Drohnen-Items können wir machen mit Bonus. Ich glaube, das machen wir. Das machen wir. Das machen wir. Wie gesagt, Drohne will ich ja auch einiges haben. Wir haben ja auch einige Slots. Wie viele Slots haben wir auf der Drohne? 3 oder 4? Ich meine so inzwischen so 4. Setze eine Spezialwaffe nicht ein. Okay, das kriegen wir so hin. Vielleicht. Gucken wir mal. Kann ich ja im Notfall immer noch einsetzen. Aber ich probiere es mal ohne. Ich probiere es einfach ohne. So, hier, zack, Haftbombe. Wir sind ja auch noch am Anfang, da ist ja noch alles sehr einfach. So, Checkpoint ist erreicht. Nice. So, hier zack. Und hier zack. Und hier zack. Okay, das ist ein bisschen lang vorbeigegangen, aber nicht so schlimm. Hier kommen jetzt die Gegner. Haftbombe. Und dann, yes. Haben wir jetzt Drohnen-Items für die Drohne. Yes. Ich versuche jetzt, ob er in One so ein bisschen auf die Fragezeichen mal zu gehen, dass wir aber auch möglichst jede Etage mal gesehen haben. Wieder eine Automatenecke. Nee, danke. Drohnenheulboje nehmen wir. Nehmen wir jetzt. Genau, das sowas dann. Dann haben wir schon Items und Heulboje für die Drohne. Sehr cool. Dann hätte ich gerne noch die Klecksbombe und vielleicht Tintenmine. Wenn es wirklich 4 Slots sind, aber ich glaube, es waren 4 Slots, die ich zur Verfügung aktuell habe. Das wäre so die perfekte Kombination. So. Das war dumm. Also nicht dumm, aber das war fehlgeschlagen. So, mal hier, zack. Euch mal weg. Und euch mal weg. Yes. Tintentank ist nicht. Ja, kann man nehmen. Kann man nehmen. So, jetzt erstmal hier hinterher. Na komm, da hinten habe ich. Nee, da hinten habe ich noch nicht gefärbt. Aber warte mal. Oh, ich habe alle 3 daneben geworfen. Wow. Ist ja nice. So, warte, jetzt Weg absteigen so ein bisschen. Die sind nämlich in meiner Tinte drin. So, zack und. Ich habe keine Tinte. Ich habe keine Tinte. Jetzt. Okay. So, auch das Inferno gehört uns. Bis jetzt kommen wir hier sehr, sehr gut durch. Das freut mich. Yes. Perlen sind halt auch immer sehr, Memoneten sind auch immer sehr, sehr wichtig. Lass uns weitermachen, Nummer 8. Bevor ihr loszieht, eine Sache noch. Die Daten eurer Kämpfe gegen die Viskolide werden automatisch im Viskolid-Leitfaden erfasst. Dann befindet ihr Notizen über das Verhalten und über die Schwachstellen von Gegnern. Drückt einfach Minus, wenn ihr interessiert seid. Ah, wissen wir schon. So, Drohnen-Items können wir nochmal verbessern. Oder Färbeglückskombo. Oder Reichweite deiner Hauptwaffe. Boah, geiles, ganz. Beides ganz nice. Oder alles 3, meine ich. Ich würde fast sagen, wir machen jetzt die Drohnen-Items nochmal zum Verbessern. Weil Drohnen-Items sind ganz cool und da sind E-Fragezeichen jetzt. Machen wir das. Yes. So, da oben wartet schon der Boss. Vielleicht kriegen wir den. Obwohl, ich weiß nicht, ob wir den heute noch hinkriegen. Keine Ahnung. So, zerstöre die Portale. Alles klar. Wir fangen mal oben an. Na gut, vielleicht war die. Haben wir doch nicht so klug eingesetzt. Komm, komm, Haftbombe. Danke. Ich wollte die eher auf dem Boden haben, damit die Gegner halt auch gedingst werden. Besiegt. So, schön. Schön, schön, schön. Der andere ist jetzt so unten. Ich wollte nicht runter, ich wollte nicht runter. Yes, das war trotzdem ganz gut.
Ja, das Problem ist, die tanken so viel. Naja, lieber mal mit einer Haftbombe arbeiten. Yes, yes, yes. Und hier nochmal eine Haftbombe. Und jetzt Angriff. Sehr schön. Vielleicht kann ich das... Na, das wird vielleicht nichts. Warte, gucken wir mal. Komm, komm, triff es, triff es. Nein, leider nicht. Aber machen wir mal so. Yes! Tatsächlich, das Inferno ist echt geil. Wir hatten ja jetzt schon verschiedene Spezialattacken. Da ist vielleicht das Inferno somit das Beste, was wir haben. Was wir es bisher hatten. Oh, ich kann Drohnen-Items nochmal verbessern. Bewegungsregeneration. Schön das Auffüllen der Spezialanzeige. Ich glaube, wir machen nochmal Drohnen-Items. 400 Punkte. Kriegen wir mal schöne Items. Her damit, her damit. Her damit. Aber ich hätte mal gerne jetzt auch mal so Farbschips, wir mehr Items bauen lassen können. Mehr Rüstungen und Glücksbomben unbedingt. Glücksbomben bitte auch. So, die Zone ist gesichert. Was kriegen wir hier? Ja gut, ein Tank. Ja gut. Und hier vielleicht eine Rüstung. Gucken wir mal. Nein, Spezialladeanzeige. Okay, dafür habe ich leider ein bisschen zu tolle Zeit aufgeopfert, aber egal. So, bitte wieder zurückfahren. Wunderbar. Da eine schöne Haftbombe. Yes, alle gekillt. Nice. Ja, dann warten wir mal hier ab. Zack. 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 Yes. Oh, Rüstung. Nice. Noch 10 Sekunden. Du kommst hier mal her, dass ich dich besiegen kann. Und dann haben wir's. Dann haben wir's. Ja, bis jetzt kommen wir wirklich sehr, sehr gut. Also besser als gedacht. Weil ich ja mit dem Schmapper nicht ganz so klar komme. Aber doch, doch, doch. Genau 2000 Memoneten. Nice. Drohnen-Items kann ich nochmal verbessern. Eieiei. Färbebodenschaden ist aber eine extreme Etage. Toxitinte. Wir probieren's. Färbebodenschaden ist schon ganz cool. Und ich will einfach mal jetzt mal eine extreme Etage mal wieder probieren. Wir sind so gut aufgestellt. Daher machen wir es mal. Wie viele Memoneten habe ich aktuell? 2000. Also eine neue Chance könnte ich zum Beispiel nicht aktuell machen. Trotzdem ein bisschen... deswegen ein bisschen aufpassen. Okay, dann let's go. Oh, was ist das? Okay. Ist ja interessant. Komm, komm, komm. Jetzt, 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 jetzt. Oh, schön. Und direkt eine Rüstung bekommen. Geil. So, da mal eine schöne Klecksbombe. Und noch eine Klecksbombe. Und noch eine Klecksbombe. Und noch eine Klecksbombe. Wunderbar. Wir gehen mal weiter. Hier hin. Und versuchen mal, das hier aufzubrechen. Da kommen jetzt die Gegner. Ah, nur zwei. Oh, meine Rüstung ist kaputt gegangen. Nein. So, zack. Ach, die gehen da jetzt erstmal da hinten hin. Das ist gut. Ich warte kurz. Und jetzt hier rüber. So, und zack, zack, zack. Ha! Ja, moin. Noch nie so eine extreme Etage so schnell gemacht. Geil. Ja, die extreme Etagen sind ja auch auf den ersten 10 Etagen noch ein bisschen einfacher. Das merkt man hier. Geil. Drohnen-Items. Ja, wow. Geistregeneration. Hm. Projektilgröße Hauptwaffe. Oh, von 100 auf 190%. Ist wieder eine extreme Etage, aber Mama. Gleich zwei extreme Etagen heute hier. Hier ist es extrem über extrem. Was doch ganz cool ist. So. Gucken wir mal, wie schnell das jetzt hier geht. Drei Portale. Da, da und da. Alles klar. Ach, das ist diese Stage. Guck mal, hier, zack, explodiert, wunderbar. Und Nummer 1, down. Ja, von der anderen Seite kommt auch einer. Wunderbar. Ja, jetzt kommen hier mehr Gegner, das merkt man, das merkt man. Das ist hier jetzt ein bisschen schwieriger ist. So, mal hier eine schöne Klecksbombe. Yes, genau deswegen. Nein. Oh, nee. Ein Leben verloren. Nein, nein. Nicht gut. Da hat er mich rausgedingst. Ah. Und dadurch, dass ich schon angeschlagen war,
war vorbei gewesen. Ich gehe mal dort hinten hin. Was ist denn hier? Oh. Okay. Spezialladeanzeige. Ich habe keine Ditte. Ich muss hier mal kurz weg. Ich muss mal kurz flüchten. So, machen wir das mal auf. Genau. Perfekt. Yes, yes, yes. Oh ne, es ist rund. Ah, der hat den Gegner weggeschubst. Geil. Oh mein Gott. Was ist gespawnt? Ich weiß aber nicht. Was? So, zack. Weg, 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 weg. Wo ist denn das letzte Portal? Da ist es. Jetzt! Hammer, Hammer. Ein einziges Leben verloren, aber es ist nicht so schlimm. Wisst ihr was? Wir machen jetzt so noch den Boss. Dann haben wir genau 10 Etagen heute gemacht. Und können im nächsten Part sehr, sehr gut weitermachen. Also, let's go. Let's go. Vielleicht im nächsten Part, wenn es klappt, weitere 10 Etagen inklusive Boss. Und dann danach im Part nochmal 10 Etagen. Und dann im übernächsten Part den Endboss wieder. Oh, wir haben jetzt den Boss mal wieder endlich. Den hatten wir im Let's Play nur ein einziges Mal. Selber habe ich schon zweimal gegen ihn gekämpft. Einmal halt im Let's Play. Und einmal halt auf Skin, hatte ich ja schon mal erzählt. Weil ich ja da was gecuttet habe. Oh, ja, ja. Hallo? Ja, komm, hier. Aua. Okay, ich müsste mehr auf meine Tinte achten. Das wäre ganz gut. So, Achtung, gleich kommt Schauerwelle. Dö. So, immer drauf da. Ja, gut, wartet, wartet, wartet. Zack. Jetzt. Und den Rest kriegen wir so. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, die erste Schicht ist gleich down. Ist eigentlich auch gar kein schwerer Boss, tatsächlich. So, wunderbar. Weiter geht es, weiter geht es. Ja, Achtung, der... Gleich wieder eine Schauerwelle. Und Gegner kommen da raus. Na gut. Bitteschön. Sehr gut. Her damit, her damit. Ah. Na gut, Spezialanzeige bringt mir jetzt nichts. Ich habe meine Spezialanzeige schon voll. Die hebe ich mir aber auf für einen Notfall. Oi, oi, oi. Keine Tinte, keine Tinte. Wunderbar, wunderbar. Weiter geht es, weiter geht es. Wird weggeschleudert. Hinterher da! Hinterher da! Wow, was machen wir? Heuboje von Perla, nice. So, weiter geht es, weiter geht es, weiter geht es. Stimmt, wir haben die Heuboje von Dings und nicht das Inferno. Ich habe ja vorhin irgendwie Heuboje, habe ich mich so drüber gefreut. Ja, aber ich wollte ja das Inferno haben, stimmt? An die Heuboje habe ich ja gar nicht mehr gedacht. Wir haben jetzt mit ihr die Heuboje und nicht das Inferno. Habe ich mich vorhin gehört. So, ach komm, machen wir mal hier. Zack, zack und zack. Ach, werden die Gegner gleich eliminiert. Sehr schön. Ah, da kommen sie jetzt aber von allen Seiten. Das gefällt mir natürlich dann nicht so. Okay, das habe ich nicht so bedacht, dass das passieren könnte. Aber egal. Egal, egal. Achso, Tintentank. Na gut. Aber warte, warte. Und zack, wunderbar. 2800 Schaden. Was nicht gerade wenig ist. Boah, die Klecksbombe da. So, besiegen! Yes! Das war ja erfolgreich. Ein sehr, sehr erfolgreicher Port. Zwar einmal gestorben. Bei einer Extremetage, aber dennoch. Der Schwapper, der ist es. Also sehen wir uns dann auch im nächsten Part wieder. Aber vorher gibt es natürlich erstmal kurz Perla, Marina und Auto, die was von uns wollen. Nein, wollen sie nicht? Okay, umso besser. Im nächsten Part geht's weiter. Bis dahin. Und tschüss.